Willkommen, verehrtes Publikum, zu einem weiteren Video aus der Reihe Digitalumbau. Dieses Mal ist das eine Roco BR211. Ich habe sie jetzt schon Analogprobe gefahren. Sie läuft gut. Das wird ein leichter Umbau, da sie schon eine Plux 22 Schnittstelle hat. Die Bedienungsanleitung, die sagt mir, wie ich das machen soll, wie ich den Deckel abkriege. Das ist jetzt hier abgebildet, und zwar erstmal hier das Dach ab, dann mit dem Schraubenzieher irgendwie so hin und her, damit ich den Führerschein abkriege, und dann die zwei Schrauben. Ja, da bin ich ja mal gespannt. Ich lege einfach mal los. Laut Bedienungsanleitung soll ich die Lok erstmal zurüsten. Ist natürlich Quatsch. Ich will sie erstmal auf digital umbauen, dann das Gehäuse wieder zumachen und dann erst die ganzen Kleinteile zurüsten, weil sonst könnten sie ja bei dieser Arbeit doch kaputt gehen und abbrechen und verbiegen und was weiß ich was. Deswegen erstmal auf Digitalumbau. Gut, dann lege ich einfach mal los. So, erstmal das Dach. Okay, das war ja ziemlich einfach. Und jetzt soll ich da mit einem Schraubenzieher wahrscheinlich da durch. Ganz ehrlich, ich möchte das nicht unbedingt. Ich probiere das jetzt erstmal so. Ja, eine Seite ist schon offen. Zack. Da ist auch der Fahrpult. Gut, lege ich mal zur Seite. Ah ja, guckt euch das mal an. Ich weiß jetzt nicht, ob man das jetzt sieht. Da ist dann so ein Pfeil. Da ist ein Pfeil da. Und hier ist auch noch mal so ein Pfeil. Seht ihr das? So, somit kann ich die Richtung nicht vertauschen. Also müsste es so sein. Die lange Unterhaube, sage ich jetzt mal, ist vorne. Da guckt auch der TF hin. Gut, so, jetzt laut Anleitung muss ich diese zwei Schrauben hier lösen. Oh, die sind aber stramm. Und jetzt hier das Gehäuse anheben. So einfach geht das jetzt nicht. Irgendwo hängt das. Frage ich mich nur wo. Okay. Ja, das sind die LEDs für die Beleuchtung. So, ich denke mal, die gelben sind die, ja, die gelben ist das drei Lichtspitzenlicht oder wie es sich nennt, und diese klaren LEDs, das sind die roten Schlusslichter. Okay, hier ist ja schon der Schnittstellenbrückenstecker. Ich mache den so weg. Kann ich einfach mit den Fingern raushebeln. Ja, sieht schon aus wie so ein kleiner Decoder. Ja, ist aber nur ein Brückenstecker mit ein paar Widerständen. Also jetzt nichts Besonderes. Wie bei jeder anderen Lok auch. So, das ist jetzt mein Lokpilot.
So. Und schon ist er drin. Das war's. Ja. Übrigens, laut Anleitung sind das hier, diese Lötpads für die elektrische Kupplung. Die könnte man dann auch hier verbauen. Hier auf der anderen Seite genauso. Plus und Minus. Falls man Rangierkupplungen einbaut, weiß ich, wie die heißen, Telex oder sowas. Also mit so einem Kram habe ich mich noch nie beschäftigt. Ist auch nicht meine Sache mit dem Rangieren. Ich möchte auf Strecke fahren. So, dann bauen wir den Lok wieder zusammen. Ich sehe jetzt hier gerade, hier diese Aussparung ist kleiner als die, also kann man da auch nichts verwechseln. Bevor ich jetzt die Lok Probe fahre, werde ich sie erstmal programmieren mit meinem ESO-Lok-Programmer. Die Programmierung war nicht so einfach, ich hatte ein paar Probleme mit der Lastregelung. Ich habe die Lok erstmal automatisch eingemessen. Das hat leider nicht funktioniert. Ich habe das mehrmals wiederholt und immer wieder wurden dieselben CV-Werte geschrieben. Dann habe ich einfach mal alle CVs, die die Lastregelung betreffen, einzeln eingestellt und jetzt passt das. Ja, das mit der Funktionszuordnung klappt ja laut der Plux 22 Schnittstelle super. Das ist alles, wie es sein soll. Bin ich auch von den Pico Modellen gewohnt und ich finde, das ist ganz gut mit der Plux 22. Ja, ich habe auch in der Zwischenzeit die Lok etwas aufgerüstet oder zugerüstet. Trittstufen zugerüstet mit ihren Griffstangen, dann hier die Griffstangen, die sind übrigens aus Metall, diese roten Griffstangen, auf der anderen Seite genauso. Dann den Auspuffutzen, diesen Schnorchel hier und an der Front gibt es ja noch viele, viele Teile, die man zurüsten kann, aber dadurch, dass ich den Lok dann fahren lasse und nicht in der Vitrine stehen lasse, habe ich mich dagegen entschieden. Die Scheibenwischer habe ich auch noch gemacht, jetzt weiß ich gar nicht, ob man die sehen kann. Vielleicht kann man da so ein bisschen was sehen. Da, die musste ich festkleben, also mit einem ganz kleinen Tropfen Sekundenkleber festgeklebt, weil die waren so locker drin. Alles andere musste ich nicht kleben. Ich lasse die Lok jetzt mal fahren, damit ihr seht, was für Fahreigenschaften die hat. Stufe 1. Ja, der ESO, der regelt ganz gut. Ich sage immer wieder, schnell fahren kann jeder. Langsam fahren, das ist die Kunst. Und ich finde, das ist langsam genug. Langsamer geht es aber nicht mehr. Dann fängt sie an rumzubocken. Klar, schneller geht's immer. So, dann mache ich mal das Licht aus. Ja, bitteschön. Die Beleuchtung, die kann man auch. Das rote Licht kann man auch unabhängig von dem weißen Licht schalten. Ja, wiegen wollte ich die Lok auch nochmal, jetzt wo sie zugerüstet ist und mit Decoder und alles drum und dran, bis auf die Kupplungsimitationen und Bremsschläuche und Heizungsschläuche. Ich denke mal, das macht nicht viel aus, das ist vielleicht höchstens mal ein Gramm. So, die Waage ist auf 0. 306 Gramm. Kann man das vielleicht erkennen?
Wenn es noch jemand interessiert, hier sind die Einstellungen für die Lastregelung. Hier bitte auf Pause klicken. Und hier sind meine Funktionszuordnungen. Hier bitte auch auf Pause drücken. Das ist eine schöne Lok. Ich bin froh, dass ich sie habe. Und für einen guten Preis, knapp über 100 Euro, kann man überhaupt nicht meckern.